Der Poly 61 von Korg gehört bis heute zu den analogen Synthesizern, bei dem die Meinungen auseinandergehen. Viele Synthesizer-Liebhaber standen dem Nachfolger des erfolgreichen Poly 6 schon bei seiner Markteinführung eher ablehnend gegenüber. Der Poly 61 bietet zwei Oszillatoren, hat 64 Programmspeicherplätze und ist sechsstimmig. Und auch der Onboard-Arpeggiator wurde nicht vergessen. Aber der Poly 61 unterscheidet sich vom Sound her doch sehr vom Poly 6. Seine damals angesagte Bedienphilosophie mit wenigen Reglern war auch nicht jedermanns Sache. Okay, dann schauen wir uns das Gerät mal an. Erstmal macht es äußerlich einen guten Eindruck. Das obere Gehäuseteil ist gut erhalten und alle Drehregler sind vorhanden. Die Eingabetaster sind vergilbt und ein Schiebeschalter ist abgebrochen. In den Ecken hat sich Staub angesammelt und die Seitenteile sind doch recht beschädigt. Dann wollen wir den Synthesizer mal anschließen und sehen, was passiert, wenn wir ihn einschalten. Also die oberen Segmentanzeigen leuchten schon mal, aber das Gerät reagiert nicht auf Tastenbetätigung, es passiert gar nichts. Dann hören wir mal rein, ob der Poly wenigstens Töne von sich gibt. Nein, das Gerät ist still wie ein Grab, und vermutlich liegt hier ein Defekt vor. Das ist definitiv ein Fall für den Synth Hunter. Um das Gerät zu zerlegen, müssen wir als erstes das obere Gehäuseteil abnehmen. Es ist von oben und unten mit mehreren Schrauben befestigt. Das obere Gehäuse hat einen Klappmechanismus. Wir öffnen es soweit, dass wir hineinschauen können, und auf den ersten Blick scheint alles vollständig zu sein. Wir erkennen, dass die Speicherbatterie ausgelaufen ist, ein typischer Fehler bei diesem Gerät. Das ist keine gute Nachricht. Denn vermutlich liegt hier ein erheblicher Säureschaden vor. Weiter geht es mit dem Zerlegen. Als nächstes bauen wir die Tastatur aus. Dazu lösen wir als erstes das Erdungskabel am Tastenträger. Die Tastatur ist mit Schrauben am Holzgehäuse befestigt. Wir sichern das Gehäuseoberteil provisorisch und lösen dann die Schrauben auf der Unterseite. Jetzt können wir die Tastatur von oben herausnehmen und lösen dazu noch die beiden Kabelstränge auf dem Mainboard. Bei einem Batterieschaden ist Handeln erforderlich. Die Batteriesäure frisst sich stetig durch Leiterbahnen und beschädigt Bauelemente. Da ist es klar, dass wir uns als erstes um das Mainboard kümmern müssen. Das Board ist am unteren Ende in einer Plastikschiene fixiert und oben mit zwei Schrauben am Gehäuseboden befestigt. Hier ist das ganze Ausmaß der Beschädigung. Leiterbahnen sind korrodiert und wir sehen hier sogar ein Widerstandsnetzwerk, bei dem sich das Gehäuse aufgelöst hat. Das sieht nicht gut aus, aber wir wollen mal sehen, was wir hier retten können. Das Wichtigste ist zunächst, die Batteriesäure zu entfernen. Dazu nehmen wir die Bausteine raus, die gesockelt sind, und verpassen der Platine eine Isopropanol-Behandlung, die wir einwirken lassen. Was jetzt kommt, scheint ein wenig ungewöhnlich zu sein. Aber ein Waschgang in der Spülmaschine ist durchaus möglich, da sich auf der Platine nur geschlossene Bauelemente befinden und nicht etwa mechanische Komponenten wie Potentiometer. Wichtig ist nur die Temperatur. Sie sollte 50 Grad nicht überschreiten. Das Eco-Programm dieser Maschine ist für den Waschgang perfekt geeignet. Nach dem Ende des Spülprogramms empfiehlt es sich, die Platine sorgfältig zu trocknen. Das können wir gefahrlos bei ca. 40 Grad und einer Dauer von 20 Minuten im Backofen erledigen. Ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Batteriesäure ist vollständig entfernt, aber wir müssen jetzt noch die Korrosion beseitigen. Dazu entfernen wir die alte Batterie und können dann den Bereich vorsichtig mit einem Glasfaserstift bearbeiten. Wenn wir das erledigt haben, machen wir uns daran, die defekten Bauteile auszutauschen. Das wären einmal die beiden Widerstandsnetzwerke und ein Resonator, der aufgrund der Korrosion abgebrochen ist. Mich würde interessieren, ob das Widerstandsnetzwerk trotz der Beschädigung noch funktioniert. Dies scheint hier der Fall zu sein. Wir werden ihn aber auf jeden Fall mit einem neuen Bauteil ersetzen. Zur Orientierung ist auf den Widerstandsnetzwerken ein Punkt angeordnet. Dieser korrespondiert mit dem Bauteileaufdruck auf der Platine und weist so auf die richtige Einbaurichtung hin.
Für den Keramikresonator haben wir einen gleichwertigen Ersatz gefunden. Die Einbaurichtung ist hier nicht zu beachten, aber wir sollten vor dem Einsetzen die Lötstellen gereinigt haben. Mit einer Durchlichtlampe und einem Vergrößerungsglas überprüfen wir jetzt optisch alle Leiterbahnen auf eventuelle Beschädigungen. Wir sehen hier zwar eine defekte Leiterbahn, sie scheint aber noch durchgehend zu sein. Zusätzlich checken wir aber noch mit einer Durchgangsprüfung weitere verdächtige Leiterbahnen, um hier schon mal eine Fehlerquelle auszuschließen. Als Stützbatterie wollen wir eine herkömmliche Knopfzelle verwenden. Dazu löten wir eine Halterung an die Stelle der alten Batterie. Bitte hier unbedingt auf die Polung achten. Nun können wir den umliegenden Bereich neu versiegeln, dafür eignet sich grüner Lampenlack. Da wir jetzt anstatt eines Akkus eine einfache Batterie verwenden, müssen wir den Ladestrom unterbrechen. Dazu ersetzen wir den Widerstand R70 gegen eine Diode und entfernen zusätzlich den Keramikkondensator C29. Nachdem wir die entsprechenden Bauteile ausgelötet haben, ersetzen wir den Widerstand mit einer Diode. Wichtig ist hier die Einbaurichtung. Wir können vorab schon mal das Board ausprobieren. Möglicherweise haben wir den Schaden beseitigt und wir erkennen eine Veränderung. Ja, die Segmentanzeigen reagieren jetzt wenigstens wieder auf die Tastenangabe. Das ist schon mal ein Erfolg. Dann geht es jetzt weiter im Programm. Um das Netzteil ausbauen zu können, müssen wir zunächst die Stromzuleitung, das Massekabel und die Kabel für den Einschalter trennen. Weiterhin ist das Netzteil noch durch einen Kabelstrang mit dem Mainboard und einem Massekabel mit der Abschirmung am Gehäuseboden verbunden. Die Netzteilplatte ist mit mehreren Schrauben am unteren Gehäuse befestigt. Die Leitung für die Abschirmung befindet sich unter dem Voiceboard, das wir dann, nachdem wir alle Kabelverbindungen gelöst haben, als nächstes ausbauen. Hier haben wir dann auch das Massekabel vom Netzteil, das wir von der Abschirmung lösen. Weiter geht es mit dem Gehäuseoberteil. Es ist an beiden Seiten an einen Metallstift eingehängt. Durch leichten Druck kann man es ganz einfach aushaken und abnehmen. Bevor wir mit dem Gehäuseoberteil fortfahren, bauen wir noch schnell den Modulationshebel aus. Er ist insgesamt mit 3 Schrauben befestigt. Im Gehäuseoberteil sind die Schaltplatinen verbaut. Wir entfernen zunächst die Reglerknöpfe, lösen die Modern. Und nachdem wir die Befestigungsschrauben rausgedreht haben, können wir die Platinen herausnehmen. Wir nehmen uns jetzt die vergilbten Schalterkappen vor. Sie sitzen relativ fest auf den Tastern. Um sie abzunehmen, ist etwas Kraft erforderlich. Hier sieht man jetzt, dass die Schalterkappen doch ganz schön verfärbt sind. Das können wir mit einer Wasserstoffperoxidbehandlung rückgängig machen. Dazu legen wir alle zu behandelnden Teile auf ein Brett mit doppelseitigem Klebeband und bestreichen sie dann mit einer dicken Schicht. Hierfür eignet sich eine Blondier-Lösung aus dem Friseurfachgeschäft. Zum Reagieren benötigt die Lösung UV-Strahlung. Damit das Gel in der Sonne nicht vertrocknet, bedecken wir alles mit einer Klarsichtfolie. Und während die Sonne für uns arbeitet, schauen wir uns die Bedienplatinen genauer an. Bis auf den defekten Schiebeschalter sieht alles noch gut aus. Aufgrund des Alters werden wir auf den Platinen alle Schalter austauschen und sind damit auf der sicheren Seite. Bei den Tastern handelt es sich um die sogenannten Tactile Switch in der Größe 12x12 mm. Sie sind so ausgelegt, dass man eine Tasterkappe aufstecken kann. Für den Poly 61 benötigen wir 15 Stück. Diese Schalter kann man sich problemlos für kleines Geld im Internet besorgen. Und dann haben wir noch das Problem mit dem abgebrochenen Schiebeschalter. Leider war trotz Bemühungen kein Ersatz mehr aufzutreiben. Wir werden versuchen, den Schalter zu reparieren und fertigen dafür ein neues Teil im 3D-Druckverfahren an, das wir dann mit dem noch vorhandenen Plastikstück verkleben. Das sollte wohl funktionieren.
Die Tasterkappen haben ihre ursprüngliche Farbe zurückbekommen und wir können sie wieder einsetzen. Das wäre dann erledigt und wir können die Bedienplatinen wieder in das obere Gehäuseteil einbauen. Kommen wir nun zum Netzteil. Mit der Zeit altern die Elektrolytkondensatoren. Sie trocknen ein oder laufen aus und verlieren damit ihre Funktion. Bevor das passieren kann, werden wir auf der Platine die Kondensatoren gegen neue austauschen. Beim Einsetzen der neuen Elkos verwenden wir Heißkleber. Es dient bei großen Bauteilen der Stabilität und verhindert, dass bei Erschütterungen Lötstellen brechen. Das war jetzt keine schwierige Sache, und auf jeden Fall liefert dieses Netzteil noch für viele Jahre zuverlässig die geforderten Spannungen. Als letzte elektronische Komponente schauen wir uns noch den Modulationshebel an. Zum Reinigen können wir das Innenteil herausnehmen. Die Zuleitung ist mit einem verklebten Steg gesichert, den wir nicht entfernen. Um sicher zu gehen, überprüfen wir die Portis noch mit dem Multimeter. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. So, jetzt wenden wir uns dem unteren Gehäuse zu. Hier gibt es etwas mehr Arbeit. Da die Seitenteile schon recht ramponiert sind, wollen wir diese gegen zwei neue Holzteile austauschen. Die Seitenteile sind verklebt, aber mit einer flachen Säge und etwas Geschick können wir sie vom Gehäuseboden trennen. Für die neuen Seitenteile haben wir günstiges Leimholz besorgt. Wir nehmen die alten Teile als Vorlage und mit einer Bandsäge können wir die Form exakt aussägen. Ja, die sind schön geworden und passen auch genau. So können wir sie aber nicht belassen. Wir müssen noch ein paar Schleifarbeiten erledigen und die Holzteile für die Halterungen anfertigen. Auch hier nehmen wir die alten Seitenteile wieder als Vorlage. Das hätten wir erledigt. Jetzt tun wir noch was für die Optik. Ich meine, diese helle Beize passt am besten zum Gehäuse. Mit mehreren Anstrichen erreichen wir die gewünschte Dönung. Wichtig ist, dass wir hier die späteren Klebeflächen freilassen. Natürlich dürfen wir die Metallstifte für den Klappmechanismus nicht vergessen. Um die richtige Position zu ermitteln, fertigen wir Papiervorlagen an. So, die Seitenteile sind soweit fertig und wir werden sie wieder mit dem Gehäuseboden verkleben. Damit wir später die richtige Position haben, verschrauben wir sie mit dem oberen Gehäuseteil. Das gibt Stabilität und es macht die ganze Sache einfacher. Leider gibt es keine großen Schraubzwingen in der Werkstatt. Eventuell könnte es funktionieren, wenn wir zwei kleine Zwingen miteinander verbinden. Naja, wir werden sehen. Zum Verkleben nehmen wir herkömmlichen Holzleim. Alle zu verklebenden Teile bestreichen wir mit einer nicht zu dicken Schicht und lassen den Leim eine Weile antrocknen, bevor wir sie in Position bringen. Jetzt kommt unsere Schraubzwingenkonstruktion zum Einsatz. Aber ich denke mal, dass sie nicht gut halten wird. Ja, das wird nicht.
dann machen wir es halt so. Der Leim ist ausgehärtet und die Seitenteile sind stabil. Wir können jetzt anfangen, den Synthesizer wieder zusammenzubauen. Dabei gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor, in der wir ihn zerlegt haben. Die Aufbereitung einer Tastatur wurde bereits schon oft in den anderen Videos gezeigt. Im Grunde ist das Prinzip immer gleich und wir sparen uns hier diesen Abschnitt. Okay, jetzt haben wir wieder alles in das untere Gehäuse eingebaut und wir verbinden die übrigen Kabel mit den Platinen im Oberteil. Bei den Netzkabelhaltern ist meistens der Arretierdorn abgebrochen, sodass sie sich verdrehen. Mit einer kleinen Schraube können wir den Halter von der Innenseite fixieren, sodass er sich nicht mehr bewegt. Wir kommen zum Ende und wir müssen eigentlich nur noch den Netzschalter einbauen und das Netzkabel wieder befestigen. Dann wären wir soweit fertig. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir gut gearbeitet haben und machen einen ersten Test. Ja, da passiert nichts. Es ist kein Ton zu hören. Da wir die Speicherbatterie ausgetauscht haben, sind natürlich alle Tonprogramme verloren gegangen. Wir können sie aber mit einer Sounds-Datei aus dem Internet wiederherstellen. Die Verfahrensweise ist in der Bedienungsanleitung genau beschrieben. Wir benutzen dazu ein Verbindungskabel und ein Abspielgerät. Es kann sein, dass wir mehrere Versuche benötigen, bis wir die richtige Lautstärke für den Empfang der Daten eingestellt haben. Wenn das Gerät die Übertragung mit einer Fehlermeldung quittiert, probieren wir es einfach nochmal. Gut, das hat geklappt und wir wollen mal die Daumen drücken, dass der Poly jetzt ein paar Töne von sich gibt. Na, das hört sich ja schon gar nicht schlecht an. Das Gerät scheint erstmal zu funktionieren. Hier und da hapert es aber noch. Einige Tasten der Klaviatur geben keinen oder nur bei stärkerem Druck einen Ton. Auch mit dem Lautstärkeregler scheint etwas nicht zu stimmen. Aber wer hätte gedacht, dass bei so einem Säureschaden überhaupt noch etwas funktioniert? Die Erwartungen wurden hier übertroffen. Das Gerät kommt nochmal auf die Werkbank. Das sind jetzt aber keine wilden Sachen mehr. Auf jeden Fall haben wir diesen Klassiker wieder ins Leben gerufen und ihn vor seinem endgültigen Ende bewahrt.
Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt, und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.